Oder, naja, besser gesagt, ein paar kleine Sachen erledigen. Weil, ja, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt gerade wieder im, dort, wo das Masterschwert herkommt. Und, ja, dieser Kollege, der Maronus, muss tanzen. Also, schauen wir mal, wie viel braucht er? 45, sehr gut. Mehr Waffen. Dann lass uns loslegen. Ah, den Tanz haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Yay! Okay, dann wird es wahrscheinlich nur noch ein Waffen-Upgrade ne geben, nehme ich mal an. Also, schaut zumindest so aus für mich. Ja, wie viel brauche ich? 55, okay. Ja, der Rest wird wahrscheinlich gerade nicht gehen. Also, ja, sparen wir uns das. Und ja, der nächste Schritt, den ich noch übrig habe, ist. Wohin möchte ich? Ah ja, Taburasa. Wo ist das? Da. Also, gehen wir geschwind. Ah nein, nicht Taburasa. Zora-Gebiet. Aber ihr wisst schon. Okay, und mitten im Dorf der Zoras werden wir jetzt nach einem Zora suchen, dessen Name mit da endet. Was? Kletis? Cleo. Was? Hi. Statue dieses Mädchen ist richtig süß. Ist ja auch Mifa, ja klar. Ach komm, als ob du das ernst meinst. Ja klar, Mann, das ernst. Wo ich schon hier bin, kann ich mir das Dorf Zoras auch mal ein bisschen genauer angucken, oder? Ja, Cleo, du gleich. Ich suche dabei jemanden, der auf da endet. Sasan. Wo ist der da? Guten Tag. Steinsalz, Ruderreis, Kleff, Agiput. Dento? Achso. Nein, nicht nötig. Wahnsinn. Lichtschuppenlanze und Zeremonienlanze. Ja, das sind Waffen, die kann man neu machen. Aber. Ja. Kodar. Na? Das muss auf da enden. So wie Yoda? Yoda! Litogan, na? Tabibon, dumm, ja? Oh, na. Okay, weitersuchen. Da muss irgendwo unser Kollege sein. Hey, Fine. Pia. Okay, bye. Ist Vorlos, okay. Molden. Aha. Ja, wahrscheinlich ein wahrer Recke, ja. Klar. Okay, mit dir habe ich noch nicht geredet. Taka. Großen Dienst erwiesen, ja. Der Recke, ja. Bringt zu Sidon. Nicht schlecht. Okay. Da ist ein Krog in der Nähe. Witzig. Tofu. Ah, Hinox, ja. Gut. Der hat irgendeine Quest. Der Theater. Mit den Gedenksteinen. Ah, schwierig. Ja gut, irgendwo da müsste aber der eine Kollege sein, den ich gerade suche. Kapoda. Du endest auf da. Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Schloss nun ein letztes Mal meine Berufung als Pri. Perfekt! Hab ich, ja! Es gibt ein paar. Sollte ich hören, jetzt verrate ich mir die Details. Was willen soll das Ganze im Dorf Taburase in Nakala? Ist nicht weit, wenn ich mich also beeile. Alles klar? Mach dir keine Sorgen, ich habe Vertrauen in meine Füße und Flossen. Natürlich komme ich. Das schau ich mir an.
Eine Hochzeit, das hat's glaube ich noch nie gegeben, oder? Also in ein Zelda-Spiel. Kann mich nicht genau erinnern. Okay, wo ist dieser Krog? Das nervt mich jetzt gerade. Sicher da oben. Aber ich kann es nicht genau herausfinden. Ah, das wäre wahrscheinlich offscreen. Genauer durchsuchen. Ja, hilft ja nichts. Okay, auf Nacht, Taborasa. Diesmal wirklich. Okay, und somit würde ich sagen, auf Nacht, Taborasa. Ich habe mir jetzt so ausgerüstet, wie es ein wahrer Held zu tun hat. Schwert und Schild. Und das ist das Optimale. Masterschwert und Hylia-Schild. Uah, ich schaue so cool aus. Und gute Rüstung auch noch. Also, das Leiberl ist sehr, sehr gut. Die Hose ist meh und mein Kopfschmuck ist das Bernstein-Ding, was auch sehr geil ist. Aber hier sind wir in Taborasa und es schaut wunderschön aus. Wahnsinn. Okay, wo ist die Hochzeit? Aus dem konnte ich jetzt Herzen auch noch geschwind holen. Hey, gerade, wie geht's dazu? Tachchen, Felsen sind alle zerbröselt. Verstehe aber nicht, warum ich hier rumstehen soll. Sonderling? Die große Blume im Südosten von Taborasa ist mir nicht geheuer. Oh. Na, danke. Bye. Witzig, da kriegt man. Oh, du verkaufst Pfeile. Ich brauche Holzpfeile. Alle. Gib her. Wow, da kann man wirklich sehr gut einkaufen. Ja, Taborasa, wie immer, wenn ich mal neues Zeug brauche, sicher öfters besuchen. Aber da sind's die zwei, die was ich suche. Powder und Dumpstar. Hi. Hi. Ja, ich habe einen Zora gefunden. Keine Ahnung, wo der gerade steht, aber auch egal. Er meint sogar, er wäre früher mal Priester gewesen. Aus dem heißt der Kapoda. Was will man mehr? Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch jemanden findet, dessen Namen auf da endet. Und als nächstes? Es muss nur noch die Zeremonie durchgeführt werden. Nun ja, und die Gäste muss ich wohl noch einladen. Gäste? Ah, Landa und Torda, ja? Mir nochmal? Hörst du denn nicht zu? Verstehe. Okay, muss ich halt noch einen Abstecher machen, bevor wir jetzt tatsächlich die Hochzeit machen. Gut, machen wir das geschwind. Wo sind Landa und Torda? Wahrscheinlich vor meinem Haus, gell? Und ich mach's. Nebenbei dann noch tags. Okay, Landa, Torda, was geht ab? Ihr beiden, tschüss eh noch herum. Hi, Landa. Hallöchen. Was sagst du? Dummster heiratet? Und ich soll zur Hochzeit kommen? Ah, ich freue mich so für ihn. Gut, ich gehe hin. Hier gibt's eh nichts zu tun. Dann sollte ich wohl meine Sachen packen und aufbrechen. Ja, bitte, tu es. Es wird bestimmt spaßig. Tja. Oh, kommt der Spruch jetzt? Tada, komm, wir gehen. Na endlich, Chef! Na dann, auf nach Taborasa. Das gleiche gilt für mich. Okay, und somit sind wir auch schon wieder zurück in Taborasa. Und hier sollte vielleicht demnächst eine Hochzeit stattfinden. Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Und das ist auch der Fall. Danke, Obosa. Wahnsinn. Okay, wo sind die zwei Kollegen? Am gleichen Ort? Jawohl, okay. Na dann, alles ist vorbereitet, Dummster. Hi. Du hast die beiden eingeladen, danke. Landa und Torda scheinen schon ganz ungeduldig zu sein. Können wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich. Alles klar. Gut, dann stellen sich jetzt alle in eine Reihe auf. Oh.
Hochzeit. Na cool. Ich muss um Ruhe bitten. Also, wir sind heute zusammengekommen, um ein junges Paar im Hafen der Ehe zu verteilen. Dumster ist unser Bräutigam und Paula ist die Braut. Lasst uns die Zeremonie beginnen. Dumster, im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, bist du Paula zur Frau und schwörst, sie zu lieben und zu unterstützen? Na klar. Sehr schön. Und du, Paula? Im Namen der Göttin Hylia, guten und in schlechten Zeiten, nimmst du Dumster zum Mann? Schwörst du allen deinen Kindern Namen zu geben, die auf da enden? Moment mal, wer hat diesem Priester denn seinen Text gegeben? Wieso, ist doch ganz normal. Wenn du zur Leander-Familie gehören willst, sollst du dir die Traditionen ehren. Aber Chef, alle Frau in unserer Familie? Der Langeheiß kennt keine Grenzen. Yes, von den anderen da. Sowas war noch nie da gewesen. Da haben wir es. Oh, ich schwöre. Na. Sehr schön. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Möget ihr in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fertig.